Eure Lieblichkeit Präpositus Hasselmann, ihr lieben Pastoren und Vikare, ich danke Ihnen ehrlich für die Gastfreundschaft, die Sie mir hier in St. Marien gewähren. Sodann danke ich für die Ehre, die mir aus der Zahl der potenziellen Zuhörer, seien es Christen oder nicht, oder solche, die es noch werden wollen, angetan ist. Weiter begrüße ich meinen alten Freund Joachim Fest, der hier die Ursächlichkeit ist, und Freund Thomas Gaulin, der aus der Ursächlichkeit Sache gemacht hat. Und dann begrüße ich Verena Jansen, stellvertretend für einige Menschen, die mich einen großen Zeichner haben werden lassen. Und dann grüße ich zuletzt Annette Kasper, die mich in die glückliche Stimmung gebracht hat, Ihnen allen hier hoffentlich eine puzzelige Predigt zu halten. Pastores et oves. Ich möchte mich gleich gerne vom Ego her, egomanisch, egozentrisch, ins Thema hineinwursteln. Man sagt, ich zitiere zu oft den Tod. Ich zitiere also zu gerne fast die, wie man es nennt, Symbolfigur des Todes in meinen Kritzeleien. Zu gerne lasse ich den Knochenkerl durch meine Szenerien hüpfen. Zu gerne füge ich seinen Schädel an meine Visage. Gefällig und kokettierend leihe ich mir diesen Kerl mal von Manuel Deutsch, mal von Rethel, leihe mir den Dürerschen, dann den Affektierten von Böcklin und den Niedlichen von Ludwig Richter. Aber auch dann den schrecklich schönen, noch halbwegs vom Leben her pestenden, so sinnlich gebildeten Knochenkerl des Barocks. Und schließlich hole ich mir gar noch ein Vorbild aus der gedörrten Gesellschaft in den Katakomben dei Cappuccini. Und obwohl die zuletzt genannten Beispiele im Original alles andere sind als der Koketterie dienlich, werden sie mir unter der Pfote dennoch zu volkstümlichen Zitaten und eben zur koketten Anspielung. Nun ja, gerade der Koketterie aber ist es eigen, sich per Penetranz und impertinente Wiederholung allmählich in eine ernstzunehmende Substanz zu verwandeln. Unversehens, möchte man sagen, wird ein kokettes Ding, so ein niedliches Wesen aus Fleisch zum Beispiel, zur Liebedienerin. Unversehens wird aus der wörtlich genommen reizenden Anpreisung des eigenen Fleisches ein erregtes Begehren nach festem Zugriff, nach gegriffen werden. Und unversehens dann wird aus der Liebedienerin die tolle Hure. In genau diesem Verstande will ich nur zu gern den Vorwurf der Koketterie mit dem Tode auf mich nehmen. Und vielleicht bin ich derzeit schon ein Ergriffener meiner eigenen Zitate. Bin ich aber erst ein solch Ergriffener oder werde ich es eines baldigen Tages sein? Wieso, so höre ich die Frage, wieso dann diese so freundliche Neigung zum Zitieren des Todes? Wieso in solchen gegriffen sein ein so freundschaftliches Verhältnis? Nun, wir alle haben ein eingeborenes Verlangen nach Sicherheit. Unsere eher anrührenden bis albernen Sicherheitsvorkehrungen vom Sicherheitsgurt über die Lebens- und Hausratsversicherung, von der Versichertenversicherung über die Alpha- bis Omega-Krankenversicherung hin bis zur Friedensversicherung, ehemals Rüstung genannt. Das sind die vergleichsweise pathologischen bis psychopathischen Auswüchse der Angst, aus denen der Mörtel der babylonischen Gerling- und Konsortentürme gebaut werden und aus denen gigantische Vernichtungssysteme konstruiert werden. Und aus den politischen Reedereien können wir derzeit ein Drittel der Wörter streichen, nämlich mit Sicherheit nicht oder mit Sicherheit ja oder da bin ich sicher oder seien Sie sicher, dass. Das ist Teil einer jeden Antwort auf irgendeine Frage. Und der Rest ist sowieso nichts. Vergessen wir das also. Wir alle haben ein eingeborenes Verlangen nach Sicherheit.
Wir haben zwar auch ein natürliches Verlangen zum Risiko und zur Aggression und zur Zerstörung, aber das dominierende Bedürfnis ist eine animalische Sehnsucht nach Sicherheit. Anders als das Eichhörnchen glauben wir, etwa ab dem 25. Lebensjahr, zu wissen, dass wir sterblich sind. Manche kapieren es nie. Und genau in dieser, ach so gewissen Wahrscheinlichkeit, haben wir uns die Ewigkeit erfunden. Freundschaft und Liebe und Ehe sollen ewig sein. Das auf Pergament geschriebene Wort soll ewig sein. Die Pyramiden und die Sixtinische Kapelle, sie sollen ewig sein. Ewig, das ist das Credo der Menschen. Und während wir nun leben, erleben wir die Vergänglichkeit allen Seins und erleiden und erkennen, dass nichts sicher und ewig ist, bis auf eins, der Tod. In diesem gemächlichen Gang des Sterbens, den wir das Leben nennen, auf diesem Gang durch die Vergänglichkeit ist nur eins sicher. Das Ende des Sterbens, der Tod des Ego, der Menschheit, der Erde, der Welt. Ob nun der Tod die Tür in ein anderes, neues, frisches Sterben ist, diese Frage ist hier und heute nicht meine Frage. Nun zu mir und meiner mir unterstellten Koketterie. Ich habe, glauben Sie es mir, ein gesteigertes, ein geradezu exzessives Bedürfnis nach Sicherheit. Andererseits habe ich ein Auge, das ganz besonders auf die Bilder der Vergänglichkeit zielt und diese Zeichen, die uns auf diesem langen Weg des Sterbens Schritt um Schritt begleiten. Warum, so frage ich dann, warum sollte gerade ich, der sich so sehr nach Sicherheit sehnt und dabei von dem Gedanken der Vergänglichkeit so gänzlich und nicht unselig erfüllt ist, warum wohl sollte gerade ich nicht ein freundschaftliches Verhältnis zum Tode haben, der einzigen todsicheren Sache der Welt? Wohl verstanden, ich hasse das Sterben in Krankheit und Grausamkeit, aber der Tod, er ist eine feste Burg. Er ist die Stillung meiner Sehnsucht nach Sicherheit. Alle Depressionen verflüchtigen sich, wenn ich an ihn denke. In seiner Gewissheit fühle ich mich auf dem Weg nach Hause. Wobei ich natürlich den Weg genieße, sehr. Und es wird auch noch ein langer sein. Und mein Genuss wird größer sein, als ihr es euch vorstellen könnt. Klar? Soweit das Grundsätzliche meiner Freundschaft zu Gevatter Hain oder dem Tannewetzel, wie Thomas Mann ihn nennt. Um sich eine Sache, um irgendetwas so recht sinnlich begreifbar zu machen, empfiehlt es sich, es entweder stark zu vergrößern oder arg zu verkleinern. Sie kennen alle die Anschauungstafeln in den Astronomiebüchern, auf denen verkürzt unser Sonnensystem dargestellt ist. Und immer ist die Sonne und die Erde auf ein und derselben Karte abgebildet. Solche Verkürzung oder Versimpelung macht Vergewöhnung die Ursache von allerlei Missverständnissen. Denn wenn wir beispielsweise, wie in solchen Fällen üblich, unser Lebensgestirn in Pflaumengröße zeichnen, dann wäre, wenn alles seinen Maßstab hätte, unsere Erde ein Fliegenschiss und müsste 17 Seiten weiter abgebildet sein. Und wäre gar das ganze Sonnensystem auf einer Karte unserer Milchstraßengalaxie in den wirklichen Abstand zur nachbarlichen Sonne gesetzt, so müsste die Nachbarin in New York oder Novosibirsk aufgezeichnet sein. Und zwischen diesen zwei Nachbarn ist das fast reine Nichts, wie wir es nennen. Und dies ungeheure reine Nichts, wie wir es nennen, das milliardenfach mehr ist als die Fliegenschisse im Nichts, ist selbst nur ein Fliegenschiss in allen Milliarden Nichtsen. Was ist nun aber die Folge solcher Unkorrektheit? Nun, wir hören es täglich fast. Zum Beispiel, unsere Astronauten sind aus dem All zurück. Und dieses All, von dem da die Leutchen reden, ist in der Senkrechten gerade so weit von unserer Erde entfernt wie Lüneburg von Kassel in der Waagerechten.
Nun wäre solche Selbsttäuschung aus per Superlativ nicht weiter erwähnenswert, würde nicht die Unermesslichkeit dessen, was wir Gott nennen, in derlei Selbstbetrug eingeschlossen. Will sagen, wie groß ist Gott, der milliardenfaches Nichts, wie wir es nennen, von denen jedes mit Milliarden Lücken durchsetzt ist, die wir Sterne nennen? Wie groß also ist Gott, der dies milliardenfache Nichts mit nur einem einzigen Gedanken seines vielleicht milliardenhoch Gottgedankenreichtums ausgefüllt hat? Will sagen, wie groß ist Gott für solche, deren Astronauten aus dem All zurückkehren, wenn solchen Kassel das All zu Lüneburg ist? Kurzum, wir ernennen Gott zum Phänomen. Nicht wirklich denkbar und schon gar nicht greifbar, unbegreiflich. Und hierin liegt vielleicht die Zwangsläufigkeit, die Unumgänglichkeit der Geburt eines wohl begreifbaren Fleisches begründet. Jesus ist anzufassen, man kann ihn sogar zeichnen. Und wie ist es nun mit dem Tod? Allen voran sind es die Wissenden, in Anführungsstrichen, die Klugscheißer, die sich als Intellektuelle verstehen, deren Klugscheißerei wiederum tatsächlich vom intellektuellen Einsichten so verschieden ist, wie die langweilige Strecke lang ist zwischen dem Anfang und dem Ende derer Borniertheit, falls es denn da überhaupt ein Ende gibt. Also, allen voran sind es diese Wissenden, die mir den Tod zu einer leeren Floskel machen wollen. Glücklich darüber, dass er als Phänomen tituliert werden kann, führen sie bei passender und unpassender Gelegenheit die blöde Formel im Maul, wir müssen alle sterben. Dagegen ist nun nichts einzuwenden. Wenn solche nicht im gleichen Atemzug meinen knöchernen, sinnlich zu begreifenden Freund blöd bis nachsichtig belächeln. Sie gleichen den Leuten, die am Fluss entlang spazieren und auf eine grafische Karte verweisen und sagen, dies hier ist die Elbe und sie wissen die Quelle, die Fließgeschwindigkeit und Wassermenge pro Sekunde an dem und dem Punkt und sie kennen, wahrlich, sie kennen den Fluss nicht. Und hier fügt sich gleich ein Ärgernis ans andere. Die, die ihrer Begabung, Neigung und Bildung gemäß den Faden der menschlichen Geschichte weniger als Leitfaden, vielmehr als Lebensfaden begreifen könnten, sie haben sich dieser Soldateska des Ungeistes, den alles Wissenden, alles Kommentierenden, Versachlichern bereits verkauft. Sie dünkeln sich als Auf- und Abgeklärte, in selbsternannter Großherrlichkeit haben sie sich das sogenannte Geistige ins Panier geschrieben. Sie wähnen sich im intellektuellen Nachvollzug als Abendländer, in dem sie doch höchstens museal denken. Sie verstehen und brüsten sich als konservativ, ohne in der Brust die geringste Ahnung vom Tradere zu haben. Sie sind das Ärgernis, das sich dem anderen anfügt. Sie völlern kostenlos am Tisch der Geschichte. Sie hecken keinerlei Schönheit, kein Gedicht, keine Komposition für Cello und Flöte, kein Drama noch Dramulett, keine Daphne in Alabaster und noch weniger einen Prometheus aus Stein und schon gar nicht Kathedralen. Und eben auch keine Bilder. Und da dem so ist, ist ihnen ein Bild nicht nötig. Der Tod ist abgehaktes Phänomen. Sie benötigen nicht den sinnlich begreifbaren Knochenkerl und ganz und gar sind sie dabei auch nicht einer Liebe fähig, die sich über repräsentative Ernährung und Geschlechtsverkehr erhebt. Man frage die Frauen solcher, bevor sie zu Repräsentationspuppen verkümmert sind. Nun, aber gerade in den Bildern und Vorstellungen unserer Vorväter, in jenen Bildern, die die Liebe zum Thema haben, und das ist bereits bei Manuel Deutsch und Lukas Cranach der Fall und nicht erst in der an solcher Stelle gern voreilig zitierten deutschen Romantik. Gerade in solchen Bildern genau wurde unbedingt mein Knochenfreund eingebracht. Ist doch seine Ureigenschaft.
ist es doch seine ureigenste Domäne, das Feld, auf dem Lust und Schönheit in fortwährender Vereinigung und Abschied sich tummeln und sich trennen. Und wenn ihr glaubt, ich zitierte hier die Schönheit, die die Allgemeinde als Schönheit versteht, so sind sie auf dem Holzweg. Lassen Sie es mich bitte ein klein wenig heidnisch erklären. Vor den Tod haben die Götter die Fortpflanzung gesetzt. Ich sage vor den Tod, nicht gegen ihn. Und sie haben wahrlich Aufwand getrieben. Der Lustpunkte sind die Menge. Und der Sublimierung scheinen vier keine Grenzen gesetzt. Und in allen Höhepunkten ist ein ganz klein bisschen Todessucht, so sagt man. Und meint wohl die Sehnsucht nach Sättigung. Man möchte es tiefer, länger, verschmolzener, ewiglicher. Die Chose, die unerträgliche Seligkeit der Empfindung, die in Ewigkeit nicht enden soll, muss doch zu Ende zu bringen sein. Zeichne ich die Sache noch ein bisschen weiter. Die Lust des begabten Liebhabers zielt immer auf die ganze Leiblichkeit. Man könnte sagen, da ist kein Fleisch, da ist kein Muskel, der nicht zugleich Geschlechtsteil wäre. Während die flüchtige Geilheit auf die Programmpunkte zielt, wühlt sich die Lust des begabten Liebenden quasi in die ganze Anatomie. Und aus der Lust wird Begeisterung in Leibhaftigkeit. Das ist dann auch zugleich das Fleisch in der Kunst und ist ein bisschen zum unbedingten Gegenteil des Knochens und des Todes erhöht, der damit schon wieder im Spiel wäre. Nun, solches ist aber noch durchaus zu handhaben. Zu handhaben das Fleisch. Materie also, die uns in der Regie von Lust und Liebe oder Liebeslust als ein erhöhtes erscheint. Aber da gibt es im Leben ein paar Minuten zusammengerechnet aus über Jahre auseinanderliegenden Sekunden, die so unvorhersehbar wie erschreckend sind. Die plötzliche Sekunde irgendeines Tages stellt das eigene Gesicht gegen das der Geliebten. Nasenflanken legen sich aneinander, das ist noch Materie. Lippen tupfen gegeneinander und der Amorbogen schmust sich in die niedlichen Wülste eines Mundwinkels. Soweit ist es noch Materie. Wimpernkämme schieben sich ineinander, alles noch Materie. Und während Gesicht sich im Gegengesicht auflösen will, ist da ein winziger Zwischenraum. Ein Spalt, durch den das Licht von außen auf das Auge der Geliebten fällt und die Iris erleuchtet, ja, immer noch Materie, aber dann verdrängt jäh eine winzige Bewegung, deren Ursache außerhalb unserer selbst zu liegen scheint, dies Licht von der Iris weg und hin auf das letzte Weiß im Augenwinkel. Und die Pupille der Geliebten versinkt in haltlose, dunkle Tiefen. Und diese Dunkelheit ist nicht mehr Materie. Dies ist der Moment, in dem wir die Schwelle überschreiten, für den Bruchteil einer Sekunde gewahr werden, dass in diesem Orkus eines Tages alle Lust und Liebe dieser Welt versinken wird. Sei die viel zitierte Liebesmacht noch so mächtig. Hier ist ihr Ende. Hier versinkt das nachweisliche Individuum im anderen Individuum und das wechselseitig und spiegelbildlich. Hier ist nicht mehr Liebe. Hier hat ein Ende das andere in sich. Hier ist Vereinigung. Hier hat der Rachen der Schlange, die sich vom Schwanz her verschlingt, ihr eigenes Genick erreicht. Ein Vorgang, der sich allen Möglichkeiten des Denkens und der Mathematik entzieht. Genauso wie an der erwähnten Sekunde alle Liebesgedichte scheitern. Und am ehesten könnte ein möglicher Dichter hier sagen, ich habe den Tod gesehen. Nun, solcherlei Sekunden bleiben auch aufs Leben verteilt Sekunden. Öfter als dies und wiederholbarer
dennoch natürlich selten, winkt uns der alte Gevatter ebenso überraschend aus den Bildern von unendlicher Schönheit entgegen. Von unendlicher Schönheit, wie wir sagen, eben. Das können Tonbilder sein, wie der zweite andante Satz Köchelverzeichnis 412. Das kann ein Bild sein, das uns sowohl aus dem Inhalt als auch aus der Melodie von Wörtern kommt, solcher Art wie die des Heinrich von Kleist, die Joachim Fest seinem Essay Der tanzende Tod vorangestellt hat, oder die des Gedichtes des hier nachbarlichen Theodor Storm, Hyazinthen, das uns mit seinem Refrain »Ich möchte schlafen, aber du musst tanzen« viermal Schritt um Schritt in ein rätselhaftes Dämmern und Dunkeln zu ziehen scheint. Ein Dunkeln, was durch den Intellekt nicht im geringsten aufzuhellen ist. Das sind die Konditionen, aus denen, wenn überhaupt, das flüchtige, ferne, grüßende Winken der bleichen Hand meines Freundes Wetzel kommt. Es ist überhaupt eine Seltsamkeit, ein wohl nicht zu fixierendes geheimes Gleichnis zwischen der Schönheit und dem Tod. In den anfangs zitierten Vorbildern, seien sie von Dürer oder Cranach oder, sind Schönheit und Tod gern gegeneinander gestellt. Und der Knochenkerl illustriert in meist eindeutiger Szenerie das uns allen bekannte Schicksal zeitlicher Schönheit. Das ist gewissermaßen literarische Geste, intellektuelle Metapher. Solche durchaus sinnfällige und sinnreiche Spielerei hat aber ihre Grenze, wo Schönheit und Tod ineinander fällt. Das soll angedeutet sein. Es sind Bilder, in denen besagtes Rätsel zum konkreten Porträt gerinnt. Es ist das menschliche Gesicht. Nun denken Sie nicht gleich ans Allgemeine und nicht daran, dass das Gesicht des Menschen nun in jedem Fall ein Antlitz wäre. Vergessen Sie mal sich und mich dazu und lassen sich hinweisen auf den kleinen Titus. Heute vor 330 Jahren konterfeit durch seinen Vater, den Sie als Rembrandt von Rijn kennen. Das ganze Bild misst zwar etwa 70 mal 60 Zentimeter. Das Gesicht des kleinen 12-jährigen Titus ist aber nur ein kleines Leuchten von einem Zehntel der quasi gar nicht gemalten Fläche. Für dieses Porträt habe ich Ihnen keine Erklärung zu bieten, sondern nur eine Behauptung. Es ist das Bild von schierer magischer Schönheit und zugleich, hier als Zwischenbemerkung, das protestantische Evangelium, gegen das der große Bernini oder die gewaltigen Renaissance-Porträtisten oder die des frühen Barock zu Kunstversteinern zur katholischen Messe quasi. Und was ist nun das Rätsel dieses Bildes? Ist es das Größenverhältnis von dem Gesichtchen zur großen leeren Fläche, leeren Anführungsstrichen? Sind es die nicht auf den Betrachter gerichteten Augen, ein Blick, der, obwohl aus einem Enfass kommt, den Betrachter ins totale Nichtvorhandensein stellt? Der im ersten Moment den Betrachter glauben macht, der kleine Titus sei just in aufmerksamster Betrachtung irgendeines höchst interessanten Vorganges, gucke vielleicht auf die putzige Tollerei einer dressierten Meerkatze etwa. Im zweiten Moment aber auf rein gar nichts guckt. Nicht auf etwas, was auch wir sehen würden an seiner Stelle. Am ehesten macht uns dieser Blick glauben, der kleine Kerl gucke auf ein imaginäres Bild, was sich gerade in seiner Vorstellung bildet. Und die trügerische Szenerie, dass er da über einen Aufsatz oder Brief grübelt, macht diese Vermutung sogar zur Wahrscheinlichkeit. Aber schon sehen wir als nächstes, dass da nichts Grübelndes, nichts Nachdenkliches oder Nachdenkendes ist, was ja dazu der gemäße Ausdruck wäre. Nein, der kleine Titus denkt nicht nach, guckt auch nicht auf putzige Meerkatzen, guckt überhaupt nicht, so möchte man sagen. Dieser Blick ist in keiner Weise ein zweckdienlicher.
Die Augen sind nicht Augen, dies ist der Blick am Ende aller Guckerei. Dies ist der Tod minus einer tausendstel Sekunde. Dies ist wieder jener Kreisschluss, wo alles Leben, wo alle Lebensvarianten gleich ihren Zenit erreicht haben. Ein weniges mehr nur und es ist vollbracht. Und das eben ist es, was ich, die nicht absolute, denn sie wäre tödlich, aber die höchste Schönheit nenne. Soweit meine Behauptung, nicht meine Erklärung. Hätte nun aber diese meine Behauptung Überzeugungskraft, dann könnte ich jetzt vom Poetischen ins Literarische wechseln. Sehen Sie, angenommen, Sie führen nach Rotterdam und stellten sich unbedingt allein, was heute nicht Mode ist, im Van Beuning Museum vor dies kleine Bild. Und angenommen, Sie blieben da auch für eine Stunde allein, was heute weder Mode noch Möglichkeit ist, dann hätten Sie nur eine Möglichkeit, dem Blick des kleinen Titus auf seinem Weg zu folgen. Sie müssten der kleine Titus selbst werden. Und ahnen Sie wohl, was Sie dann sehen würden, ich sage es Ihnen, den Wetzel für den Bruchteil einer Sekunde. Er ist noch 12 Jahre von Titus entfernt. Und dass das Ganze nicht umkippt und weggenommen ist, dafür steht allein der kleine Daumen, der diese höchste Schönheit stützt, die Hand als Inbegriff des Lebens, die sich unterhalb dieses Blickes ins Fleisch drückt. Nun wird man mir sagen, was sind das für romantische bis biedermeierliche und obendrein ausgeliehene Vorstellungen angesichts der Apokalypse, die den Horizont um uns herum umklammert hält. Eben. Diese lärmend empfohlene Gigantomanie in der Vorstellung solchen Unheils und möglichen kommenden Untergangs verdrängt perfekt das Bild von der alltäglichen Gegenwart des Todes. Der Tod im gigantischen Feuerofen und Gasofen der Zukunft ist nicht der Tod, den ich hier zitiere und zeichne. Nein, ein solches Großaufräumen, solch blindwütiger Frühjahrsputz, auf dem wir spekulieren und den wir mit den Wörtern Pest, AIDS, Hunger und Krieg und in Summe als Apokalypse belegen, das ist die langweiligste, dümmste, unerheblichste, wenn gleichwohl sporadisch notwendige Variante im Geschäft des Wetzels. Im Wetzel verstande Tabula Rasa aus Resignation. Man will mir also meinen sinnlich begreifbaren Wetzeln aus den Bildern nehmen und in den Maschinerien ihrer Medienapparaturen häufeln sie mir, wann immer eine in etwa passende Gelegenheit ist, die Menge zerschundener und zermatschter Menschenleiber. Nicht der Tod ist gemeint, nein, Leichen als Spielmaterial. Sie spielen parallel zu dem jeweiligen Vorort Unsinn, den sie als Freiheitskampf oder Aggressionskrieg oder Bruch des Völkerrechts annoncieren, die Chose nochmal per Bild durch. Je massenhafter, desto lieber. Informationspflicht. Sie sagen Pflicht und unterstellen, dass das sicherlich gern vor sich hin dämmernde Volk teilhaben muss am Elend der von derlei Unsinn Betroffenen. Sie sagen, sie kennten ihr Publikum. Abgesehen davon, dass in dieser permanenten Wechselbeziehung nicht gewiss ist, wer das Publikum ist, ist die Folge klar. Den Empfindsamen stumpft es ab, den unempfindlichen, biergenährten Hirnen ist es grad eben Kitzel. Man muss die Designer dieser Filmmetzeleien hinter den Kulissen ihrer Schaustellungen erleben. Alerte, spritzige Jungmann, die in perverser Fachsprache ihre tägliche, traurige Chose zusammenstückeln. Die Informierten, die sich als Wissende wähnen, die mir das Bild des Wetzels nehmen wollen und nach dem ganzen Theater wird die Nationalhymne abgeleiert.
muss angemerkt werden, dass die sogenannte Wirklichkeit in Wirklichkeit scheußlicher und absurder ist als diese Zusammenschnippelei in redaktioneller Lust. Muss weiter angemerkt sein, dass diese im Grunde alberne und oberflächliche Mistigkeit in der Oberfläche so entsetzlich wirkende, empfindungsabtötende Menschenfleischverarbeitung in gleicher spekulativer Weise in die Rahmen der Kunstmaler eingezogen sind. Mache ich einem mittelmäßigen, aber wenigstens von Paranoia gezeichneten Otto Dix noch verzeihen und verstehen, den derzeitigen Protestschlurchen, die ihr Leiden aus den Gazetten rausschneiden, und zwar im Wortsinne, und solches mit ein paar Schlenkern just abgesetzter Moden dekorieren, sie soll der Teufel oder der Handel holen. Und weshalb beschimpfe ich diese Klicken so ohne den von mir sonst geradezu geliebten Zweifel? Da fällt mir die Antwort leicht. So wenig wie ein seelisch Ungebildeter aus dem mechanischen Gezirpe eines werbenden Grillenmännchens einen Liebesbrief machen kann, so absurd ist die Vorstellung, dass just aus diesem psychischen Vakui, dass just aus dieser Speziesmacher eine Ahnung dämmern könnte von dem hier in Frage Stehenden. Da mag noch so viel Information eingepökelt sein. Es kann sogar eine Wissenswurst draus werden. Aber in solchem Wissen ist keine Suche nach Erkenntnis. Das Wissen dieser Wissenden ist in sich Wurst. Erkenntnis ist aber leider nicht zu erwerben aus Wissen. Erkenntnis ist irgendwo in den Löchern des Wissens verborgen. Und je mehr wir wissen, desto mehr Löcher. Allerdings ist es wiederum so, dass ohne Wissen keine Löcher sind. Also suchen wir weiter. Aber die Kondition des Suchenden ist vor allem die Stille. Die Stille, haben Sie mich wohl verstanden, und nicht die lärmende PR, Public Relation, in Menschenfleischverarbeitung, die sich als Informationspflicht ausgibt. Sollte ich dennoch meinem Wetzel für dies traurige Geschäft ein Werkzeug andichten, ich würde sagen, dass er die uns so lieb gewordenen Spraydosen nimmt. Hier reicht er uns nicht seine Hand zum letzten Tänzchen. Hier ist es die Gastdose und die Etiketten, sie sagen Freiheit, Gerechtigkeit, Religionsdogma oder irgendeine andere seligkeitsversprechende Heilslehre. Dass diese Gase für morgen zugleich das scheußlichste Sterben machen, ist hier nur Randbemerkung. Am ehesten können wir uns davon in den Schlachthöfen der großen Städte ein Bild machen. Wer je in das erlöschende Auge eines Schweines geguckt hat, beim lustigen Schlachtefest auf einem kleinen Bauernhof, wo aus dem kopfüberhängenden Schwein das rote Leben im pumpenden Strahl aus der Kehle in die Eimer floss, wer da in das vom Ohrlappen verschattete sterbende Auge sah, in dem die Todesangst und die Lebenswut zu weißlichem hellen Glas gerinnen, der kann in den Schlachthöfen der Großstädte den Tod nicht mehr erkennen. Brühen, waschen, sterben, zerteilt werden, in eisernen, von Motoren dirigierten Vorrichtungen aufgehängt, wo nicht mal die Reihenfolge von Brühen und Sterben, von Waschen, Exodus und zerteilt werden geordnet oder erkennbar ist. Da ist zwar auch der Tod dabei, es ist aber der zutiefst gelangweilte Tod. Und um nun solch einen ähnlichen, langweiligen, alle Einsicht ins Sterben verstellenden Vorgang schnell abzuhandeln, so ein Großstadtschlachthof wird unser schönes Europa sein, da wir die armen Schweine der zwei Großgrundbesitzer dieser Erde sind. Vergast, enthäutet, verbrüht, verbrannt, zergliedert, gelähmt und qualvoll sterbend, die Reihenfolge ist auch hier den Schlechtern egal. Ein einziger Schlachthof wird das geliebte Europa sein, in dem wir den Tod nicht mehr erkennen werden. Dies ist alles nicht wirklich der Erwähnung wert. Es ist langweilige Perversion,
Es ist schon lange so, so ist es heute und morgen ebenso. Und was auch schon immer so war, sei noch schnell dazugehakt. In solchen Putz- und Abräumzeiten standen die Schergen hoch im Kurs. Es gibt immer wieder Zeiten, wo solche die Zeichen ihres Auftrages öffentlich trugen. Die SS-Standarte Adolf Hitler war so ein relativ aktuelles Beispiel. Aber Beispiele dieser Art reichen weit in die Geschichte zurück. Perfidere Beispiele sind jene nicht leicht zu identifizierenden Biedermänner, die ihre furchtbaren Auftragsbücher in diesen kleinen, eleganten, schwarzen Köfferchen tragen. Top Secret, todsicher, sagen die Stempel. Ich bemühe mich hier zwar, meine Gedankelei in etwa zeitlos zu halten, kann es aber nicht lassen, Sie an jene Waldersee-Konferenz zu erinnern, wo in relaxer, angenehmster Plauderei ein ganzes Volk zur Vergasung freigegeben wurde. Und genau in diesem Sinne wird just heute, jetzt, ein paar Kilometer nur von hier entfernt, eine solch relaxe Plauderei geführt, mit dem einzigen Unterschied, dass sich die Schergen dort in Mimikrie bewegen. Da stehen sie, die Biedermänner, um den Tisch herum. Vielleicht in so einer Art Gobelinzimmer mit kostbaren Tapisserien und schweren, teuren Teppichen ausstapiert, was die sowieso schon artig artikulierte Unterhaltung gänzlich auf Vornehmen dämpft. Und auf dem Tisch ist Europa aufgefaltet, im Planquadrate aufgeteilt, klitzekleine Kreise, niedliche Kreuzchen, zierliche Hieroglyphen. Neben Dreieckchen und Pünktchen und zarten Linien bilden ein allerliebstes Muster, eine aparte Strickerei, Dessin, Friedenslösung. Und aufgemerkt, die kleinen Kreise und Dreieckchen sind die Sammellager für hilfloses, ahnungsloses, emsiges, junges und altes, ziviles Fleisch. Es sind Kinder, Kranke, Krüppel, Greise, kleine Mädchen, Öhmchen und schöne Frauen und entzückende Mütter. Auch Musikusse, Dichter und Maler, lustige Galgenvögel allzumal, Pfaffen und Pastoren, natürlich auch stumpfsinnige Journalisten und Wichtigtuer, Tage- und Taschendiebe und die Menge titelloses Volk. Und was sie alle untereinander verbindet, was sie quasi zu einer Spezies macht, aus der mal eine Rasse werden könnte, das ist, dass es eine Millionenmenge mehr oder weniger Harmlosigkeit ist. Was sie verbindet, ist das zutiefst Zivile. Viele reden unsinniges Zeug, manche träumen von irgendeiner verlorenen Heimat, die dümmsten pfeifen nicht bös gemeinte böse Lieder. Sie dückern sich auch gegenseitig, wenn es um die Wurst geht. Sie werden auch straffällig gegeneinander und strafen und verzeihen sich letzten Endes ihre Unartigkeiten. Ja, man kann sagen, es ist eine liebenswerte Menge Mensch. Und um eben diese Menge Mensch ist ein kleiner Kreis gezogen. Auf der aufgefalteten Karte, auf dem Tisch, im erwähnten, ach so gedämpft vornehmen Gobelinzimmer. Ein kleiner Kreis gezeichnet von einem zierlichen Kugelschreiber in der manikürten Hand eines Schergen. Was diese Konferenzen vielleicht gerade in dieser Stunde, einige Kilometer von hier entfernt, zur Wannsee-Konferenz macht, so fragen die, die die bestialischen Auswüchse teils noch lebender Hirne von 1900 und Badewanne so gerne aus allen anderen Bestialitäten der Geschichte herausgenommen wissen möchten? Nun, es ist exakt jene Kälte, jene kalte, teilnahmslose, mitleidsfreie Planung in wohldosierter Heiterkeit einer Herrengesellschaft, die sich, wodurch es mir nicht erklärlich, vom Menschen abgesondert hat. Weiter, dass es sich wirklich um Wannseeisches handelt, könnte ich mit einem burlesken Einfall oder makabren Witz beweisen. Wir ohnmächtigen Schweine müssten nur konvertieren und uns alle wie verabredet zum gleichen Zeitpunkt die kleine Mütze vom Schwänzling abnehmen lassen.
Wir sollten uns vielleicht beschneiden lassen, wir ohnmächtigen Schweine vom Schlachthof der zwei Großgrundbesitzer dieser Welt. Ich hüpfe nochmal zurück. Gewaltige Kriege und Pestilenzen hätte es schon immer gegeben, sagt man. Und demnächst würde alles Leben von unserer Erde weggefegt, sagt man, wie gesagt. Und gleich folgt die schon erwähnte Klugscheißerei, es sei angesichts und eingedenk solcher Dimensionen geradezu verniedlichen, den Tod als sinnlich begreifliche Figur zu malen. Ich antworte, wieso haben denn unsere Vorväter sich diesen Kerl hingemalt, ungeachtet all dessen, was sie als ihre jeweiligen Katastrophen und Weltuntergänge verstehen mussten? Nun, ihnen war noch der Mensch inwendig. Ihnen war noch gegeben, Phänomene ins menschliche Maß zu bringen. Sie waren noch in dem entscheidenden Gedanken, nein, Wissen, nein, in der Wahrheit, dass Quantität ihrem Wesen nach ursächlich dem Menschen entgleitet. Das sagt nicht, dass sie einer tragischen Schwäche folgend als den Babyloniern Nachgeborene weiter am Babelturm bauten, aber während sie solchem Schicksal unterworfen weiter bauten an diesem unsäglichen Ding, war es ihnen bewusst, dass es Babel ist. Sie ertrugen und erlitten diesen Widerspruch. Das Ertragen solch gewaltiger Widersprüchlichkeit wird aber bald aus der Welt verschwinden, wenn es nicht schon futsch ist, und futsch ist damit auch das Leiden an diesem Widerspruch. Babel ist nicht mehr fatales Schicksal, sondern selige Zielsetzung. Ich tue hier mal etwas uninformiert altmodisch und nehme den Raum als unendlich an und folgere: Gigantomanie vergrößert den Raum, und entsprechend der Lehre des Raumes, die die Folge seiner Vergrößerung ist, ist uns auch der Tod ein leerer Begriff geworden. Wir alle müssen sterben. In dieser leeren Floskel vom Phänomen ist der Tod, ist Gevatter Hain des Claudius und der Tannewetzel verschwunden, ist lexikalisch abgehakt, und der Kerl mit der Sense wird mit einem blöden Lächeln bedacht. Es ist aber eben gar nicht so lange her, dass die in durchaus apokalyptischen Stimmungen gefangenen Menschen ihr Leiden und Wissen vom Ende, dass sie dies Drama und die dramatische Klage in eine sinnliche Dramaturgie brachten. Ins Bilderbuch, ins Lehrbuch, ins Schauspiel Jedermann und am festesten ins Kasperletheater, wo dem Kasper und Konsorten unbedingt der Tannewetzel beigegeben war, zur Vorstellung und Einführung in die Kinderseele. Nun gut, die wissenden Klugscheißer, die Auf- und Abgeklärten, wollen von meinem Freund Wetzel nichts wissen. Sie werden ihn ja aber nicht nehmen können. Allein die Tatsache, dass er mir Hirte gleich Pastor ist und ich mich sorgsam in seiner Nähe halte, so wie das Kind an der Schürze der Mutter, weil er sich nämlich meiner damit jederzeit sicher weiß, während er solche, die sich emsig hinter Karrieren und Barrieren verbergen wollen, womöglich mit Würdekostümen und Titelhüten maskiert, am sichersten greift, wie ein Hirte eben. Allein dies schon lässt mich in seiner Gewissheit und Obhut bleiben. Und ist überdies zu sagen, wann immer er mich greift, wann immer er auch kommt, er kommt pünktlich. Noch nie hat man mit Verstand sagen können, was aber alle sagen, er sei zu früh gekommen. Und noch nie hat man mit Verstand sagen können, was nun merkwürdigerweise keiner sagt, er sei zu spät gekommen. Seine einzigartige Art ist es, stets pünktlich zu kommen. Und die Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Mein witziger Freund Thomas Gabe sagte zu dieser lapidaren Feststellung, man kann ihn aber auch rufen, und spielte wohl auf den Suizid an. Und was ich ihm replikte, will ich Ihnen nicht vorenthalten. Sehen Sie, Kunsthistoriker, Kunstwissenschaftler und Kunstrezensenten allemal
Diese einerseits und die Laien andererseits, beide Sorten sind in einem gleich, nämlich des Glaubens, eine Zeichnung habe ihren Anfang im ersten gezogenen Strich oder hingetupften Anfang, hingetupften Pünktchen. Es ist nicht so. Dann folgt die Wahl des Papieres, dann die des Stiftes oder Pinsels, dann muss das Ding ins rechte Licht gesetzt werden, denn das kennen wir ja wohl von jenem Apfel, den wir Mond nennen, dass die Stellung zur Sonne 15 verschiedene Monde ergibt. Und dann, ja dann vielleicht ist der letzte entscheidende Augenblick da, die Hand setzt den ersten Strich aufs leere Papier. Und die Chose folgt nun mehr oder weniger zwanghaft dieser Entscheidung. Goethe, natürlich er, hat's mal pfiffig formuliert. Mit dem ersten Strich verliere ich meine Freiheit. Das ist richtig und falsch. Ich verliere meine Freiheit als Zeichner schon bei Eintritt der genannten Apfellaune. Und nun wieder zu der Bemerkung besagten Freundes, man könne ihn aber auch rufen, den Gevatter Wetzel. Und ich, mein Lieber, ich gehe in indolenter Verfassung durch eine Allee. Windstiller Herbst, Sonnentag und alles steht wie auf eine Fläche gepinselt. Nur ich gehe und bewege mich da im Rhythmus meines Pulses etwa, den ich in all dieser statischen Stille um mich herum zu hören glaube. Hora ruit. Und da trudelt ein einzelnes Pappelblatt durch mein Blickfeld und liegt dann wieder reglos auf der Straße vor mir. Könnte wohl sein, dass grad zu diesem einzelnen fallenden Blatt in mir ein Einfall einfällt, nämlich der Einfall, ihn, den Besagten, zu rufen. Solcher Ruf ist natürlich lautlos und das Schweigen müsste übersetzt werden, in Sprache zum Beispiel. Und dann hieße vielleicht ein so gesprochenes, es hat alles keinen Sinn. Ja, und dann vergehen noch 2 Tage der Überlegung, ob ich denn nun den Strick oder den Revolver wähle. Nun ja, die Allgemeinde glaubt, dass im Moment des Knalls oder des Knackens der Halswirbel der Knochenkerl zugegriffen hat. So ist es auch. Allein genau er, selbiger, löste lange vorher schon das Pappelblatt. Ergo, man kann ihn nicht rufen. Wann immer er auch kommt, er kommt pünktlich. Und Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Gravierender für meine Starrköpfigkeit, mir den sinnlich begreifbaren Wetzel nicht nehmen zu lassen, ist sein erster Auftritt in meinem kleinen Leben in der Lerchenstraße 14 zu Oldenburg. Der Schneidermeister Fritz Jansen, mein Großvater, war ein schweigsamer Mann und wenn er etwas sprach, dann mit seiner Kundschaft. Und der dann gewiss sicherlich wieder Favoriten hatte für eine relative Wörterverschwendung. Und mit mir redete er. Und in seinen Geschichten und Redensarten nahm nun Gevatter Hein, den wir hier Tannewetzel nennen, einen bevorzugten Platz ein. Ja, wenn Opa mir erzieherisch gekommen wäre, dann wäre Gevatter Hein sowas wie ein Hausbuhmann gewesen. Denn die Art und Weise, wie Opa ihn wörternd illustrierte, machte mir den Tod zu einem ganz und gar unmystischen Wesen. Ein zu fürchtender Geselle, einem Räuber ähnlich. Er kam justement aus dem Bilderbuch. Nun, Fritz Jansen, der Schneidermeister, nahm seinen täglichen Mittagsschlaf natürlich auf seinem Schneidertisch. Da lag er dann, der Länge nach, unendlich lang, ziemlich lang und überdies flach wie ein großes, lässig hingeworfenes Tuch, die kantige Kontur des hageren Leibes im Gegenlicht, das durch die gelblich verblichenen Rollos gedämpft auf den Tisch fiel, da lag er, den knochigen Schädel auf den Flickenhaufen gelegt und hatte sich das große, rote, weiß gepunktete Taschentuch übers Gesicht gelegt zur weiteren Verdunklung. Dann dauerte es ein paar Minuten und die ersten Röchel- und Schnarchkonsonanten kamen unter dem Tuch hervor. Dann fiel der Unterkiefer runter,
dass der Saum des weiß gepunkteten roten Tuches über dem tief schnarchenden Schlund auf- und abzitterte. Es war für mich ein Schauspiel, das ich immer wieder gierig erwartete. Ich durfte nämlich während der heiligen Ruhestunde in der Werkstatt bleiben. Aber du bist still, orderte Oma jedes Mal. Nun muss ich darauf aufmerksam machen, dass ich wegen dieses weiß gepunkteten großen roten Taschentuches ja nie Opas geschlossene Augen gesehen hatte, nie die großen Augendeckel zugeklappt gesehen hatte. Aber dann war da ohne Minitekel der Tag gekommen, an dem es morgens so merkwürdig still oder eben ganz anders im Hause war. Ja, in dieser Nacht war Opa gestorben und es waren morgens ganz fremde und viel zu viele Personen im Haus. Diese hatten Opa auf seinen Schneidertisch gelegt und Oma führte mich an die spaltbreit geöffnete Werkstatttür. Und ich sah unter ihrem Ärmel hindurch meinen Großvater genau da liegen, wo er für mich nur mittags liegen durfte. Und auch mit ihm war alles anders und er war ganz still und schnarchte nicht. Und ich guckte zuerst ganz gebannt auf die zwei großen geschlossenen Augendeckel tief in den Höhlen zwischen Jochbein und Backenknochen. Auf diese Deckel, die ich nie und nimmer geschlossen gesehen hatte. Klar, unter diesen Deckeln also schliefen Opas Augen. Und ich fragte, obwohl ich es besser wusste, und ich wusste es besser, obwohl es mir keiner je erzählt hatte, als eben mein Großvater allein. Ich fragte also, schläft Opa? Und Oma sagte, ja, mein Junge, für immer und ewig. Nun ja. Mit dem großen Taschentuch hatte man ihm das Kinn hochgebunden, als befürchtete man, er würde womöglich in aller Ewigkeit weiterschnarchen. Und seine knochigen, von Nadel und Zwirn ziehen, ganz arthritisch Finger, hatte man zusammengebogen, dass es aussah, als faltete er die Hände für ein Gebet. Aber die Verformung durch sein tägliches Beten per Nadel und Zwirn widersetzte sich auffällig dem letzten Gebet. Es sah alles sehr nach Wilhelm Busch aus. Und das wusste ich nun, das also hatte der Räuber, dieser Gevatter Hein, getan, den ich natürlich unter den vielen dunklen, fremden Leuten vermutete. Bleibt noch zu sagen, dass ich das Neue erst wirklich begriff, als mein Opa aus dem Haus trug und er am nächsten Tag nicht, auch nicht am übernächsten Tag und auch am überübernächsten Tag nicht zurückkam. Und dabei war Opa nie verreist gewesen. Nein, die wissenden Klugscheißer, die auf- und abgeklärten, werden mir den Knochenkerl nicht aus den Bildern rausbringen, nicht aus diesem Kaleidoskop, das mir im Kopf klötert. Wie immer ich's auch schüttel und rüttel, er ist mit im Bilde. Komme ich auf die zu sprechen, die noch weniger wissen als die erwähnten Wissenden. Auf die, die an die Stelle des Wissens die Emsigkeit setzen. Nichts ist der Besinnung entgegengesetzter als die Emsigkeit. Während der Verzweifelte über die Zukunft sinnt, während der Verbrecher entweder über die Gefahren, die ihm droht, voraus sind oder in Reue nach der Tat sinnig wird und während der Verkommene der Vergangenheit nachsinnt, denkt der Emsige eher und er denkt entweder überhaupt nicht oder er denkt genau das, was gar nichts zu bedenken aufgibt. Denn das Emsige ist Bedenkenloses weiter und weiter, wenn es nur die allgemeine Richtung ist. Und die allgemeine Richtung ist zwanghaft die, die alle Emsigen einschlagen. Man nennt das Karriere. Und die Karriere ist ein Treibsand mit umgekehrten Vorzeichen. Es versinkt zwar nichts, aber es steht auch nichts. Es steigt alles. Und das ist ein allgemeiner öffentlicher Zwang. Und wo soll da wohl ein Haus sein? Kein Haus, wie es mal Häuser gegeben hat. Oh, ich spreche hier nicht von Architektur, ich spreche von jenen Häusern, die eher eine Lebensschale waren, in denen geboren und gestorben wurde. Meine Nachtmütze weiß, dass die Häuser meiner Kindheit in weiter Vergangenheit liegen, allerdings nicht so weit, wie ihr glaubt.
Ich will auch nichts geändert wissen in der emsigen Unhäuslichkeit um mich herum. Ich will nur aufzeichnen, zu was das Haus, in dem, wie gesagt, geboren wurde, gestorben wurde, Brutpflege und Aufzucht der jungen Hunde statt hatte, bevor sie ins feindliche Leben entlassen wurden, um zur Ruhe und zum Sterben ins Haus zurückzukehren, zu was so ein Haus inzwischen verkommen ist. Und zwar in kurzer Zeit, das muss immer wieder gesagt sein, nämlich zur Wohnkultur. Nun macht zu Goethes Zeiten und im Falle Thomas Mann ja noch von bürgerlicher Wohnkultur zu sprechen gewesen sein. Heute ist in diesem Sinne dieses Wort Blasphemie. Was sich heute in den Häusern der Emsigen tut, ist Zivilisationshorror. Es ist abgesehen vom Psychoterror aus Geist- und Lebenslehre eine perfekte, kompakte Putzmaschinerie zum Beispiel. Eine Maschine, die putzt, um sich zu putzen. Die Putzmittelindustrie putzt per Public Relation die Hirnschalen der Frauen sauber und zwar inwendig. Und das heißt leer. Die Frauen putzen die Männer für deren Auftritt in den Büroetagen, wo Putzfrauen Kolonnen schon geputzt haben. Und dann werden die Kinder geputzt und wenn diese aus ihren Televisionsträumen keineswegs putzmunter zur Schule abdriften, wird das Haus geputzt. Und beim Hausputz sickert in die Frau der Gedanke an den Selbstputz. Und genau an diesem Punkt schlägt die Albernheit um ins Tragische. Das so und so Mittel putzt die sanitären Fliesen derart blank, dass man den Spiegel vergessen kann. Da nun aber eine vom jahrelangen Putzen ganz zerputzte 40erin wohlweislich nicht ohne Maske in den Spiegel guckt, wird sie nun von ihrem Spiegelbild in den spiegelblank geputzten Fliesen total überrascht. Und sie sieht einen zwar zerputzten, aber dennoch Menschen. Da nun in der Regel ein Gatte so dumm ist, wie die Gattin erst allmählich geworden ist, hat er ihr natürlich nicht jene Passagen aus dem Kompendium des Casanova vorgelesen, die da zeigen, auf welch wundersame Weise Eros äußere Schönheit und ihr Gegenteil relativiert. Naja, Madame sieht also da, wo sie wohl die Oil of Olalamaske wähnte, tatsächlich einen Menschen. Und dies zu ihrem maßlosen Erschrecken. Und ab da entscheidet sie, dass das ganze Leben wohl ein einziger Putz sei. Sie rast wie bei Schillern los als Putzhyäne. Sie reibt und wienert und putzt die Bolzen der Fensterverschlüsse und die Kugeln der Messingbetten. Das ist ihr Gatteneichel. Sie kratzt und wischt und poliert Töpfe, Schalen und Schüsseln. Das ist ihr wie Gattenglatze und Kindserschling. Sie spritzt und drückt aus handschmeichelnden Dosen das Antibakterium in Ritzen und Löcher und Spalten. Das ist ihr wie Masturbation. Sie putzt dies, sie putzt das und stellt jedes und alles wieder genau auf den Punkt, auf dem es stand. Das ist jene Ordnung, die unbedingt eingeübt werden muss, wenn der Ordnungssinn aufs Pavlovsche Prinzip verkommen ist. Und währenddessen läuft das Wasser im dicken Strahl aus der Leitung und das Klo rauscht 7-mal in der Stunde, zuletzt als eins ihrer zwar zerputzt, geputzten, aber unabwendbar alternden Haare runtergespült werden musste mit 9 Litern Trinkwasser. Derart ist also das häusliche Treiben, wobei dies nur als Metapher für vieles gezeichnet ist. Denn wie der rieselnde Staub, zärtlichstes Memento Mori, den Leutchen auch nicht im geringsten Indiz der Vergänglichkeit ist, sondern nur Anlass, ihn wegzuwischen, so herrscht auch eine geradezu psychopathische Wut gegen alles, was nicht wie neu aussieht, auch wenn es uralt ist. Die Verdrängung des Wetzels feiert Triumphe in der Restaurierung. Während wir die von heute aus gesehen geistigen Irrtümer in Anführungsstrichen der Geschichte nicht etwa begreifen, sondern überheblich belächeln als nicht mehr relevant und solches durch aktuelle Irrtümer ersetzen, währenddessen pinseln und pappen und mörteln und gipsen wir dem entgegengesetzt die Spuren des Wetzels weg. Das ist einer der Gründe. Abgelöst, total abgenabelt vom geistigen Ursprung, nicht mehr in Korrespondenz mit den inzwischen seligen Geistern,
restaurieren wir Sanduhren zur Antiquität. Wir machen zur schmucken Antiquität, was mal rinnende Stunde war. Kein Haus und kein Ort, wo gealtert werden kann und darf. Denn Opa sabbert beim Löffeln der Suppe. Und kein Ort also und keine Einkehr für meinen Freund. Und deswegen auch darf nicht mehr in den Häusern gestorben werden. Am besten, es darf überhaupt nicht mehr gestorben werden. Wenn ich am Sonntagmorgen und am Sonntag, wenn viel zu spät die Glocke der Kirche geläutet wird, auf dem kleinen Söller meiner kleinen Burg stehe mit meiner 11. Morgenzigarette und der 10. Tasse Kaffee im Morgenmantel, den ich den ganzen Tag trage aus Faulheit, und ebenso aus Faulheit barfuß, dann sehe ich Blankeneser Herren in gänzlich alberner Manier zur Elbe runterstrampeln, Jogging, dann denke ich, was ist das für eine Krankheit, die dagegen mögliche Krankheit wirken soll. Einzeljogging, Pärchenjogging, Gruppenjogging, neuerdings in marathonischen Ausmaßen en masse, per 2x2 Millionen Füßen, wie ich hörte, in New York, dann in epischer Nachahmung in Berlin-West und dann im ganzen Land. Jeweils eine Stampede von anatomischen Monstern, wie ich. Fette, wabbelnde Missgestalten, wie ich. Ekelhafte Ausdünster, wie ich nicht. Antikörper auch, denen alles Körperliche abgetrimmt ist. Suppenhühner, die den Zahnärzten zuarbeiten. Megären hart wie Kruppstahl, Zäh wie Leder und so weiter, was der Scheußlichkeit mehr ist. Oh nein, ich habe beileibe nichts gegen trainierte Körper. Ich liebe geradezu den kühlen, trainierten Eros Sydney Rom. Natürlich ohne den hüpfenden Hintergrund. Aber diese besagte Massenscheußlichkeit, man nannte das noch vorgestern Erregung öffentlichen Ärgernisses, aber solche Öffentlichkeit, die Voraussetzung für dieses Delikt ist, diese Öffentlichkeit scheint auf mich zusammengeschrumpft zu sein. Na gut. Ich weiß drum und trage Kutte und will nur sagen, es ekelt mich Minderheit, wenn mir diese Scheußlichkeiten über den Weg laufen. Ich frage mich dann, können die nicht zu Hause bleiben? Das würde doch auch einen alten Sinn des Hauses erfüllen. Sie bleiben zu Hause und legen ihre Scheußlichkeit zusammen, aufeinander zum Beispiel, und strampeln dann. Zumal solche Strampeln alle Funktionen des Laufen und des Schwimmens und des Hüpfens impliziert. Und Scheußlichkeit aufeinander verdeckt doch wenigstens die Hälfte derselben gegen das Schönheitsempfinden der hübschen Kinder. Ist dies ein unbilliges Verlangen? Ja, das ist es. Denn solche, die solchermaßen sinnlos in der Gegend herumlaufen, sind anders. Spezies Emsige. Und dass solche Unternehmungen das Leben verlängern, ist erstens nicht erwiesen und zweitens wäre gar das die Peinlichkeit, wenn es erwiesen wäre. Grundsätzlich möchte ich Sie erinnern an die Bitte, die ich am Anfang stellte. Was ist denn das Leben solcher Läuferwesen? Davon kann man ausgehen. Wesen, die der Blödsinn in Massen vereint, sind gemeinhin Blödsinnige oder werden zu solchen. Denn welche Sinne, von denen wir 5 haben und 6 haben sollten, werden denn in solchen Veranstaltungen geübt und oder befriedigt? Blind sind sie alle, denn nur der Vorderste muss gucken. Der Geruchssinn, alles stinkt nach Schweiß und Darmentlüftung. Der Tastsinn ist auf die Fußsohle reduziert und wird zertrampelt, in den Ohren überdrillend, der eigene Puls, alle anderen Geräusche und sicher das Zirpen der Grillen und was die Zunge angeht, sie ist auf sich selbst angewiesen und schmeckt so köstlich wie ein Herrensocken, wenn sie nicht überhaupt zum Halse raushängt. Na ja, was soll man sagen? Dies kann man sagen. Als Gemeinplatz bezeichnet mein alter Freund Joachim Fest seine eigene Behauptung,
Alle Kunst und alles Denken überhaupt habe seinen Ursprung in der Erkenntnis des Sterbenmüssens. Er ist aber auch, wie ich, der Meinung, dass zumindest seit Goya in Einzelfällen schon früher alle Kunst ihren Ursprung in Krankheit hat. Und Lichtenberg behauptet dies für sich über sein eigenes Werkeln mit den Worten: Gebe dem Mann einen Puckel und gleich fängt er an zu denken. Nun zielen wir damit natürlich nicht nur auf Nieren und Wirbelsäulen oder gar auf die Leber. Da würde ja womöglich aus jedem Alkoholiker ein Poet. Nein, Krankheit, liebe Leute, das ist auch solche Vorzüglichkeit wie Einsamkeit, Sehnsucht, Leidenschaft, wie das Wort schon sagt, und Verzweiflung. Allemal aber auch, wie uns Heine sagt, die pathologische Liebe. Denn ich bin vom Stamm der Afra, die da sterben, wenn sie lieben. Was aber ist derzeit seit langem Protz und Gebot? Gesundheit. Gesundheit, oh Gesundheit. Man diätet, trippelt, man massiert und badet und urlaubt sich gesund. Neuerdings philosophiert man sich sogar gesund. Und das von mir nie sonderlich geliebte Logische ist nahezu aufs Ökologische geschrumpft. Klammer auf Karlau, Klammer zu. Auf jeden Fall scheint es besonders gesund zu sein, sich das Lesen abzugewöhnen. Ein Kalenderspruch vielleicht noch, tut es grad noch. Mens sana in corpore sano. In corpore sano. Nur vergisst man zu definieren, was denn ein gesunder Geist ist. Ich glaube nicht, dass es der ist, der in den Gesunden über die Trimmwege hoppelt. Also, Gesundheit des Leibes ist Trumpf. Und sag ich noch gern, was sich äußerlich chaotisch und zerstörerisch gibt, ich meine die Avantgarde in meinem Metier, es ist allemal die zwar etwas undisziplinierter, aber dennoch gestig gesunder Turner. Und wenn sich das Turnerische ins Denkerische in Anführungsstrichen wechselt, und das wären die noch und noch mal Symbo und Surrealisten, so ist es meist wieder was ganz Gesundes, ein gesunder Sinn für Spekulative, vom Markt erleuchtet. So, das waren Bilder aus dem Leben, das die Emsigen zu leben haben. Und das, wenn sie nach dem besagten Putzen und Laufen erst richtig losemsen, gern Existenzkampf nennen. Was ist das Kriterium des emsigen Lebenskampfes? Es ist Siegen. Aber alles, was den Menschen zur Spezialität macht, zum Menschen nämlich, das ist nicht in diesen Siegen der Emsigen. Es ist der Sieg der Masse über die kleinere Masse, der größeren Tücke über die geringere, des Begabten über den weniger Begabten. Es ist der Sieg über den Nachbarn. Konkurrenz belebt das Geschäft, aber eben nur das Geschäft. Und am Ende steht immer der Sieg über den Konkurrenten. Wie selig der Klempner, wenn der zweite Klempner aus der Straße raus ist. Wie offensichtlich selig der Kaufmann und Krämer im Gleichen. Wie verdeckt selig die geschniegelten Konzernmanager im Gleichen. Ihre Rasierklingen, schmalen Münder ziehen in den Winkeln so eine Art Menschlichkeit zusammen, wenn sie denn endlich gesiegt haben. Und alle diese Siege sind narkotischer Art. Es ist der Sieg des Tuns über den Gedanken. Wäre das Ziel der Gedanke, würden wir nicht aufhören zu denken. Denn kein Gedanke überlebt ungeknickt das Denken über den Gedanken. Womit ich bei der Besinnung angelangt wäre. Und in der Besinnung taucht das Bild des Wetzels wieder auf. Nicht die blöde Konstatierung, wir müssen alle sterben, diese dümmliche Abstrahierung. Nein, der Wetzel wird zum sinnlichen Gefährten, zum Vademekum. Und aus solcher Besinnung wenden sich häufig die Bilder, die gewohnten, auf eine ungewohnte Weise. Als in Europa der Bauer noch mit der Sense den Menschen das tägliche Brot vorlegte, war es ein sinniges Bild, dem Wetzel dies gedengelte Ding als Werkzeug beizugeben.
Kriege und Pestilenzen legten wahllos und desinteressiert am Einzelnen, arm und reich, groß und klein, Kinder und Greise zu Boden. Das Desinteresse am Einzelnen initiierte das Bild vom Sensenmann, dessen Sensenschlag im Einzelnen die einzelnen Halme nicht zählte. Wie ist uns nun aber zumute heute, wenn ich Ihnen um eine Winzigkeit nur dies Bild verschiebe, wenn ich Sie beeindrucken möchte von der Vorstellung, dass eben diese Sense ja vielleicht ursächlich nicht irgendwelches Kraut zu Boden legte, dass sie vielmehr dann gedengelt wird, wenn die Zeit der Reife angebrochen ist. Um die Ernte des Gereiften geht's also in diesem Gedanken. Reife, da liegt's, im doppelten Sinn. Denn ist auch gut, ein Imperativ daraus zu machen, will sagen, dass wir ausgesät sind, um eingebracht zu werden. Und dass wir jeder einen Frühling haben und einen Sommer und einen Herbst. Und manchmal sogar ein bisschen Winter, wenn es sich um solche handelt, die als Grünkohl oder Weinrebe gedacht sind. Woraus hervorleuchtet, wenn uns dies einleuchtet, dass wir erst am Ende wissen, als was wir gedacht waren. Läuft die Chose erstmal, sind Hinterherdenken und Bedenken über den Anfang müßig. Allein das Ende schlüsselt die Sache auf. Reife, Imperativ. Reifen die Emsigen aber heute noch? Nehme ich doch mal wieder meine zwischen Anführungsstrichen hängenden Kollegen. Sie sollen ja die wahrhaftigen Verkünder des Zeitgeistes sein, die Pfoten weniger am Pinsel als am Puls und Portemonnaie der Gesellschaft. In welchen Tagen und Wochen ist die Reifezeit solcher anzukreuzen? Wann wächst der Dilettant in den Schüler? Wann der Schüler in den Gesellen? Wann dieser in den Meister? Und wann wird der erblühte Meister mit Gottes und der Hummel Gnadenhilfe Früchte ansetzen? Nein, nein. Diese Mutanten hüpfen doch gleich vom Dilettanten in den Meister, wenn sie nicht gar vom Himmel gefallen sind. Frühling, Sommer, Herbst und Winter sind da nicht. Es sind in allen Zeiten allemal Früchtchen im gleichen Zustand. Treibhausgewächsen vergleichbar und als solche gepfropft und gezüchtet auf Marktlücke hin. Aufzucht im Marktordnungssinne, Zucht und Ordnung, Wörter, die ansonsten gerade von eben diesen Zeitgeistern gemieden werden wie das Weihwasser vom Teufel. Und die Zuchtmeister sind die emsigen Händler dieser emsigen Geister und die alles versimpelnden Schwätzer der Journalien. Nein, von Reife und Reife-Imperativ ist keine Rede und der Kerl mit der Sense spart sich das Dengeln. Nun höre ich den Einwand und Mozart, Baudelaire, Raphael und ich antworte, könntet ihr, die ihr so weit von Mozart, Baudelaire, Raphael entfernt lebt, nicht endlich mal damit aufhören, für eure ich-bezogenen und selbstgefälligen Rechnungen gerade diese Geister zu zitieren? Könntet ihr nicht überhaupt mal ein Päuschen einlegen, wie gesagt, Besinnung genannt, ein Päuschen einlegen im Deklamieren dessen, was ihr die unter euch vereinbarte Wirklichkeit nennt, nur ein Päuschen mal wenigstens? Könntet ihr euch mal die Vorstellung machen, dass jedes Ding seine eigene Zeit hat? Dass die Sekunde eines Mozarts mehr enthält als Dutzende eurer wohlverdienten, halb verschlafenen Jahre? Könntet ihr überhaupt nicht mal anfangen, die originären Erscheinungen hinter den von euch gepinselten Kulissen der verallgemeinernden Begriffe zu entdecken? Könnte es nicht sein, dass zum Beispiel die Silbe UN einen Fall von Wirklichkeit lediglich zum Nichtfall macht? So wie wir es als Unding bezeichnen, einen Halbmond Vollmond zu nennen, obwohl er beständig voll ist, während wir nur die Hälfte sehen. Nun ja, nach diesen spinnerten Hüpfern hüpfe ich schnell auf den Boden der sogenannten Tatsachen.
Nicht um mich zu widerrufen, vielmehr um Ihnen zu zeigen, dass hier gleichermaßen gewohnte Vereinbarungen den Vollmond halbieren. Ich stelle mir einen windigen, warmen Junimorgen vor. Es ist etwa 9 Uhr. Und das Unscheinbare und der unscheinbare, zierlich wüchsige Herr, den ich jeden Tag außer Sonntag um diese Zeit das Haus Nummer 14 in der Bogenstraße verlassen sehe, er steht auch jetzt gerade auf dem Treppenabsatz vor der Haustür. In seiner Brille funkelt das Morgenlicht. Sein dünnes, straff gescheiteltes Haar, wohl noch etwas feucht von der Morgentoilette. Sein verglichenes, pobres Staubmäntelchen mindert nicht den adretten, ordentlichen Eindruck, den das ganze Männlein macht. Es ist der von allen Anwohnern der Straße gern gegrüßte Herr Tawe, der in diesem Haus in möblierter Untermiete wohnt. Es ist wie gesagt 9 Uhr und jetzt wird er die 3 Stufen der kleinen Vortreppe in leicht hüpfender Weise runterkommen und sich nach rechts Richtung Bahnhofstraße wenden, hin zum Tabakladen, wo er sich seine tägliche Zigarre spendieren wird. Diese eine pro Tag, diese mit dem Bilderbuch oder Briefmarken bunten Bauchbinde, die er im Weitergehen von der Zigarre abzieht und sorgsam in seine Manteltasche steckt. Die Jahressammlung dieser Dinge klebt er zu kleinen Tabletts zusammen. Von Weihnachten zu Weihnachten, denn er liebt sein Mütterchen und ist wohl so um die 40. Es ist derselbe Tag, es ist 9 Uhr, es ist der warme Junimorgen und im Windschatten einer Mauer hockt die kleine 5-jährige Rosi. Vielleicht 100 Meter abseits des Schuppens der alten Stellmacherei am Ortsausgang. Sie hat sich ein kleines Häuflein Kieselsteine zusammengelegt aus dem Rinnensaal, das hier aus dem Buchenwäldchen heraussickert, sich versammelt, an der Mauer entlang fließt. Es ist ein Häuflein milchigfarbener Kiesel. Rosa, Reseda, Himmelblau. Und Rosa, Reseda, Himmelblau ist auch Rosis Kleidchen mit den Puffärmeln. Und ihre kleinen nackten Arme annoncieren schon ein klein wenig die Liebesmeisterin in Spee und die Art und Weise, wie sie die feuchten Kiesel zwischen Daumen und Zeigefinger hält, verrät das zukünftige Weibchen. Doch heute, an diesem windig warmen Junimorgen um 9 Uhr, ist Rosi noch ein allerliebstes Kind von ungefähr 5 Jahren. Es ist 9.30 Uhr an diesem windig warmen Junitag. Am Ende der Bahnhofstraße, wo sich die Landschaft mit ihren Wäldchen an das kleine Städtchen herantakelt, steht unser Bekannter, der zierliche Herr in seinem pobigen Staubmäntelchen, vor der Auslage eines Zuckerwarenladens, ohne dass seine Augen auf eine bestimmte Spezerei zielen. Wer in diesem Moment dicht neben ihm stehen würde, könnte bemerken, dass Herrn Taves Blick quasi nach innen gerichtet ist. So steht er da, Minuten wohl, betritt dann den Laden gerade so wie irgendjemand, der keine Eile noch sonderlichen Absichten hat. Und als er den Laden wieder verlässt, schiebt seine Hand eine kleine, weiße, rot gepünktelte Tüte in die Manteltasche und diese Hand ist angenehm geformt. Weder Größe noch irgendeine Deformation lassen auf eine bestimmte oder bekannte Tätigkeit schließen. Am ehesten sind es die gepflegten Hände eines Büroschreibers, wie Gogol ihn beschreibt. Und wenn denn doch etwas Besonderes in diesem Augenblick sein sollte, dann ist es die Tatsache, dass Herr Tawe nicht den Weg zurückgeht, den er gekommen ist. Nein, heute, an diesem windig warmen Junivormittag, scheint er die Absicht zu haben, einen kleinen Spaziergang zu machen. Er verlässt die Stadt und seine zierliche Gestalt verschwindet allmählich in dem lichten Baumbestand, der hier die Straße säumt. Es ist 9.35 Uhr. Es ist genau dieser Junitag. Der Morgen war windig und warm und jetzt ist es nur noch wohlig warm, denn der für diese Gegend typische Morgenwind legte sich zu Mittag. Es ist 11.30 Uhr. Und gleich wird man eine Frauenstimme vom Hof der Stellmacherei herüber hören. Rosi wird die Mutter mehrmals rufen. Rosi, essen! Aber bis zu diesem Ruf werden wohl noch 15 Minuten vergehen.
Unterdessen hockt das niedliche Mädchen immer noch an der Mauer, hat ihren Kieselschatz einerseits bereichert, andererseits einige ihr wenig attraktiv erscheinenden Steine ausgetauscht gegen neue Funde. Und gerade ist sie besonders in Frieden, ist ihr doch ein weißer Stein untergekommen, der sie sehr an das verlorene Auge ihrer Lieblingspuppe erinnert. Immerhin ist die Ähnlichkeit von Kiesel und Puppenauge so groß, dass sie in ein imaginäres Zwiegespräch mit Lisa verfällt, eben ihrer Puppe. Und während sie so vor sich hin plappert, fällt ein Schatten über sie. Eine zierliche Gestalt in einem etwas abgetragenen Staubmantel steht da wie aus dem Boden gewachsen, als wenn sie schon immer da gestanden wäre. Und eine gepflegte weiße Hand hält dem Mädchen eine geöffnete weiße, rot gepunktete Tüte entgegen. Gefüllt mit bunten, runden Bonbons. So rund und verlockend wie die Kiesel, nur um vieles bunter. Rosi ist ein wohlerzogenes Kind. Und zugleich wenigstens mit dem Griff in diese Kieselbonbonpracht richtet sie den Blick auf den netten, zierlichen Herrn. Und was sie sich so gar nicht deuten kann, das ist, der Herr hat gar keine Augen. Da, wo diese sein müssten, sind zwei leere, dunkle Höhlen. Stunden später wird in dem kleinen Städtchen ein etwas tölpelhafter, ungeschlachter Bursche verhaftet. Er ist vorbestraft wegen mehrerer unsittlicher Vergehen an einigen Mädchen der hiesigen Grundschule. In allen Fällen war er geständig und gab überdies seine vergleichsweise harmlosen Vergehen als Absicht für wirklich böse Tat aus, weshalb man ihn letzten Endes für etwas schwachsinnig hielt. Dieser Bursche gestand nun in diesem Fall gewissermaßen stolz auf die endliche Erfüllung seiner Träume, den Mord an Rosi. Am 10.12.1900x schlossen sich für immer die Tore einer Heilanstalt hinter ihm. So in etwa könnte, wenn auch ungenügend, nach allgemeinem Empfinden vielleicht das Ende solcher Geschichte geschrieben sein. Wenn das allgemeine Verlangen nach Originalität erfüllt sein soll. Aber das Originelle war schon immer ein hinderlicher Vorhang, der den Einblick ins Jeweilige, ins Bestimmte versperrt. Der wenig Originelle, der einfache und gewohnte Fall bringt uns womöglich einen tieferen Einblick ins jeweilig Bestimmte näher, als wir vermuten. Aber auch hier nur näher, nicht hinein. Daher die zweite Fassung des Finales. 47 Stunden später wird ein zierlicher, unauffälliger Herr in seinem möblierten Zimmer verhaftet. Die Leute, die ihn gerne gegrüßt hatten, zerfielen in zwei Parteien. Die eine war sprachlos, die andere ungläubig. Danach war der Fall 7 Tage Tagesgespräch. Und Monate später, als andere Ereignisse die Bürger der Stadt beschäftigten, wurde nach gerechtem Urteil und nach sorgfältig begründeter Expertise namhafter Psychiater Herr Tabe für immer wohl in eine Heilanstalt eingewiesen. Man lobte nochmal unter anderem die effektive Ermittlungsarbeit der Polizei. Man war zufrieden, einen Verbrecher gefangen zu haben. Ja, die Zufriedenheit über dieses Resultat war weit größer als andere Gefühle. Man war zufrieden bis begeistert, einen Verbrecher zu haben, und dass dem so war, hatte seinen Grund. Nur ein einziger Mensch hatte den Tod gesehen, die kleine Rosi. Ihr lieben Leute, ich habe Ihnen mit unzureichenden Mitteln ein Puzzlebild zu malen versucht, und ich bin nicht einmal in der Lage, Ihnen die einzelnen Puzzlestückchen zu jenem Bild zu ordnen, das ich im Kopf habe. Und das dann wiederum vielleicht gar nicht das Bild ist, das wir als Vorbild auf dem Deckel der Puzzlespielschachtel sehen würden, wenn wir den Deckel noch hätten. Das Vorbild ist mir abhanden gekommen. Und vielleicht nicht nur mir. Was ich versuchte ist, meinen Tannewetzel, meinen Wandergefährten auf dem langen Weg des allmählichen Sterbens, den wir das Leben nennen, meinen Freund,
aus der Verbannung, aus der Abstraktion zurückzuholen. Es ist meine entschiedene Absage an die Abgeklärten und Aufgeklärten, mit dem wir müssen sowieso alle sterben, Floskel im Maule, Absage an die lexikafressenden Wissenden, an die Zyniker, auch an die besinnungslosen Emsigen, diesen heimatlosen Irren, die sich durch Besitz zu Hause wähnen, eingestimmt und eingeebnet auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, nämlich Geltung unter sich und ihresgleichen, wo kein Platz ist für Geheimnis und Offenbarung, kein Platz für Genuss und für Lust, die höher schlagen als der Geschlechtsansatz, Nummerierung der Erlebnisse, diese abruffertig terminiert, in der Arbeit keine Liebe, in der Liebe keine Anstrengung und beide Trägheiten säuberlich voneinander getrennt. Biblische Lässlichkeit. Ehen als Vereinbarungen verstanden, Beziehungen bar jeder gemeinsamen Pläne und Träume, traumlose Verbindungen, beste Voraussetzung fürs Kollektiv, in dem das Gemeinsame die Lüge in die eigene Tasche ist. Nun denn. Vorhang auf für den Kaspar, der ihn nun Ade sagen soll und der die Stunden der Zweifelgrillen vertreibt. Ein lustiger, frecher Gesell und hat unter seiner Zipfelmütze zwei Gesichter. Und Langeweile hat für ihn keinen Preis. Er ist ziellos und der Gegenspieler des Emsigen. Denn sein Metier ist der Widersinn. Und aus allen Widersinnigkeiten macht er sich seinen Sinn. Er ist bei der Armut gegen die Armseligkeit, beim Reichtum gegen die Trägheit, bei den Reichen gegen ihre Neider, beim Neider gegen den Heuchler, beim Heuchler gegen seine Entdeckung und beim Ungerechten gegen die Pharisäer, beim Pharisäer gegen die Gerechten und beim Zweifler gegen die Aufklärer. Dann ist er bei dem Kränkelnden gegen die Müdigkeit, bei dem Müden gegen die Angst, bei den Angsthasen gegen die Panik und dem vom Panik Erfassten bläst er die Trompete, dieselbe dann auch für sich. Für die Schöne fängt er die Lust, für den Geilen kämpft er gegen das Dürre, die Dünne kleidet er gern kleidsam und der Fetten dichtet er ein streichelndes Lob. Den Lobrednern sorgt er für Witz, dem Witzigen treibt er Witzige zu und dem Schellen beschafft er ein Opfer. Dann bewahrt er den Geistlosen vorm Wissen, dem Wissenden besorgt er Heiterkeit und dem Heiteren bringt er ein Mädchen. Und für den Törichten kämpft er gegen alle und alles. Dem Melancholischen hält er Versammlungen vom Leibe, dem Versammelten impft er Begeisterung und den Begeisterten schützt er vor Störung. Dem Absoluten führt er den Mörder zu, dem Mörder die Ursache und dem Verführer die geliebte Schwierigkeit. Das zu viel des Guten ersäuft er im Rausch, trunken streitet er mit dem Überhaupt, fürs Messer gegen die Wurstlosigkeit, für die Wurst gegen den Zipfel, für den Zipfel gegen das Ende und für das Ende der Wurst gegen ihr Zweites. Er ist mit der Kugel gegen die plane Fläche, mit der Fläche gegen die Krümmung und auf Seiten des Krummen gegen das Streckbett. Langeweile hat für ihn keinen Preis. Weilt er, schickt er seine Gedanken voraus, holt er sie ein, erkennt er sie nicht, erkennt er sie aber, verlässt er sie in entgegengesetzter Richtung. Gründe sind ihm unsympathisch und die Tat verteidigt er gegen ihre Begründung. Für alles zieht er gegen das Weniger und gegen das Allgemeine verbündet er sich mit der Vorliebe. Gegen das Wissen stürmt er mit Bosheit, gegen das Besserwissen mit Tücke, dem Glück pariert er mit Schmeichelei, dem Unglück mit Verkleidung und Maskerade, seine Depressionen badet er in Tränen, gegen die Tränen führt er einen Lappen und mit dem Lappen winkt er und mit dem läppischen Winken signalisiert er ein Adieu. Und in seiner Wegwendung zum Adieu, ihr Leute, zeigt er euch sein zweites Gesicht. Und sein Ade, gewörtert, klingt so.
Für eure Sehnsüchte gibt es die billigsten Fahrkarten. Wohlleben besorgt ihr euch durch Brutalität. Eure Dummheit kommt euch aus 1000 gestohlenen Intelligenzen. Ihr seid niedrig und die Wehen eurer Mütter nicht wert. Eure Verlogenheit ist total. Eventuelle Ängste sind unbegründet, denn ihr werdet alle Prozesse gewinnen, den letzten nicht. Ab und Vorhang zu.